Lost Places. Verlassen, eng, gefährlich, dunkel. Da wollen wir rein und deshalb schicken wir das Galileo-Trip-Team los. Reporter, Kameramann und nur das Nötigste mit dabei. Diesmal geht's nach Wladiwostok, zu einem ehemaligen Militärstützpunkt am Ende der Welt in Russland. Hier laufen kilometerlange Tunnel unter dem Meer und keiner weiß so richtig, wohin sie führen. Es geht abwärts. Ein Tritt in die russische Unterwelt. Mittendrin im Tunnellabyrinth, 60 Meter unter dem Meer, über uns der Pazifik. Das sind irgendwelche rostigen, seit 20 Jahren nicht benutzten Dinger. Was weiß ich, wie stabil das ist? Nee, no way. Doch der Reihe nach. Wir reisen nach Wladiwostok, wichtigster Verteidigungsposten Russlands im Osten. Bis vor 25 Jahren galt hier für Ausländer Betreten verboten. Die Stadt und ihre unterirdischen Tunnel waren Sperrgebiet. Und in diese Katakomben will Reporter Nico heute hinabsteigen. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen vorbereitet, weil wir ja eine Nacht unter der Erde verbringen wollen hier. Ein Schlafsack. Ein bisschen was zu essen. Tee, Teekocher, Thermoskanne und natürlich Wasser. Leider hat er mir gesagt, dass es da unten so 3 Grad kalt sein soll. Das heißt, es wird eine ziemlich frische Nacht. Wir sind verabredet mit Alexei. Ein Digger seit 17 Jahren. Sogenannte Digger sind absolute Unterweltfans. Und ohne Alexei würden wir heute wohl nicht weit kommen. Die Untergrundfestung kennen nur wenige und auch er kennt noch nicht alles. Zu unserer Überraschung fahren wir erstmal ans Meer. Jetzt geht's, glaube ich, rund. Das Gebiet um Wladiwostok ist eine Festung. Oben Mauern, unter der Erde das längste militärische Tunnelsystem der Welt. Und das führt unter dem Meer zur Insel Ruski. Unser erstes Ziel, die Insel Askold. Dort wollen wir zum ersten Mal in das Tunnelsystem hinabsteigen, hier an dieser Stelle. Unser Team genießt die frische Luft und das Tageslicht. Noch. Gleich wird's düster für Nico und die Kamerafrau Arina. Den Seehunden ist alles Schnuppe. Aber uns wird klar, warum hier Sperrgebiet war. Von diesem Punkt aus kontrollieren die Russen die ganze Bucht. Diese Festung wurde in den 1930er Jahren gebaut. Sie wirkt jetzt alt, aber damals war sie absolut modern und einzigartig. Und warum liegt sie hier am Arsch der Welt? Naja, je weiter draußen auf dem Meer, desto früher und bequemer kann man sich gegen Feinde verteidigen. Man muss erst mal ganz schön weit nach oben, um wieder runterzukommen. Mit Ausnahme einiger rostiger Metallteile wirkt die Insel eher wie ein Naturparadies. Wo sind wir hier? Jetzt sind wir am Eingang. Wir haben das jetzt von außen gesehen. Jetzt geht's runter. Muss ich Angst haben? Allerdings. Wir müssen erst mal eine Etage runter. Und da ist dann eine Luke. Da geht's dann 24 Meter nach unten. 24? 24 Meter vertikal, ohne Sicherung, ohne Schutz. Das bedeutet auch Todesgefahr. Diese Gefahr macht für Digger wie Alexei erst den Reiz aus. In den Tunneln sind schon einige von ihnen ums Leben gekommen. Ganz schön unbequem. Wenn man aus dem 5. Stock fällt, kann man schon sterben. Aber hier sind es 7 Etagen auf Metallstufen. Wer runterfällt, ist sicher tot. Und man muss immer von der einen auf die andere Seite? Ja, genau. Man muss da immer rüber und sich festhalten. Ich zeige es dir mal. Nein, nein, nein. Sorry, nein. Sogar ich hab Schiss. Ich gehe jetzt zuerst. Ihr guckt euch das an, wie ich das mache, und ihr macht es mir dann nach. Im Ernst? Ja. Das ist kein Scherz hier, ey. Wenn euch schwindlig ist oder die Knie schlottern,
dann solltet ihr das nicht machen. Aber genauso fühle ich mich jetzt schon. Dann macht ihr es besser nicht. Der Scheiß ist, Entschuldigung, das Schlimme ist, dass du da reingehst und dann musst du rüber wechseln und das alle 3 Meter und das geht 24 Meter so runter. Und das sind irgendwelche rostigen, seit 20 Jahren nicht benutzten Dinger. Was weiß ich, wie stabil das ist? Nee, no way, no way, echt nicht. Nee. Gibt es einen anderen Einstieg? Ja, aber da ist es echt dreckig, also richtig schmutzig. Naja, lieber dreckig als tot. Wir entscheiden uns für den anderen Weg. Oh, fuck. Ich helfe dir. Es gibt noch einen anderen Eingang. Ich will diesen Tunnel natürlich unbedingt sehen. 1,5 Kilometer Fußmarsch sind es bis zur nächsten Luke. Das ist also der zweite Eingang? Genau. Mal sehen, was uns hier erwartet. Erster Eindruck, nicht viel besser als vorhin. Jetzt geht's erstmal ein Stockwerk tiefer. Wie viele Jahre wurde hier nichts mehr gemacht? Über 20 Jahre. Und davor? Was war hier? Früher war hier Kriegsartillerie. Sieht nicht gerade sicher aus. Kamerafrau Arina kommt heil unten an. Das ist total sicher. Das würde 100 Jahre halten. Also hier ist die Luke, da ist eine Leiter, dann ein kleiner Absatz, dann wieder eine Leiter und so weiter. 9 Mal. Das ist ja schon Kinderkram. Jetzt habe ich eine große Klappe auf einmal. Durch diese engen Röhren mussten früher die Soldaten, um im Kriegsfall zu ihren Gefechtspositionen zu gelangen. Ja, ja, ja. Nicht an den Rohren festhalten. Die könnten kaputt gehen. Wenn ihr Rohre seht, nicht festhalten. Ein wichtiger Tipp von unserem erfahrenen Digger. Wir sind gerade 9 Etagen mit diesen Zwischenstopps runtergegangen und das war schon echt unangenehm. In der Tiefe eine Welt wie in einem Endzeit-Horrorfilm. Kaum vorstellbar, dass die Soldaten hier über Monate lebten. Also hier ist es erstmal unfassbar dreckig, wenn man sich hier den Boden anguckt. Das ist echt ein einziges Schlammbad. Ich finde das echt unfassbar, dass aus diesen Tunneln hier die äußerste Ostflanke der Sowjetunion und dann Russlands gegen alle Eindringlinge verteidigt werden sollte, wenn man sich das hier anguckt. Nach ein paar hundert Metern entdecken wir zurückgelassenes sowjetisches Militärgerät mit einer besonderen Aufschrift. Die Elektronik ist aus den 30er Jahren. Was steht da? Stalin-Fabrik. Fabrik des Genossen Stalin. Stalin. Das sind die unerwarteten Dinge, die ein Digger liebt und die es so nur unter der Erde gibt. Sag's mir mal mit einem Wort. Was verspürst du, wenn du hier unten bist? Bewunderung. Jedes Mal, wenn ich unter die Erde gehe, ist es eine Wunderwelt. Das ist eine verschlossene, unbekannte Welt. Und ich selbst entdecke sie. Das ist doch super, das mit den eigenen Augen zu sehen. Oh. Oh. Licht am Ende des Tunnels. An unserem ersten Tag haben wir insgesamt 4 Kilometer zurückgelegt. Unterhalb der einsamen Insel Askold. Oh Mann, bin ich froh, wieder Licht zu sehen und aufrecht zu gehen. Aber natürlich ist es auch unfassbar schön, so einen Ausblick dann zu genießen, wenn man wieder rauskommt. Vielen Dank. Oh. Morgen wollen wir einen drauflegen und uns in die Tunnel unter dem Meer wagen. Heute will uns Alexei wieder unter die Erde führen. Der Plan? Einstieg in der Nähe von Vladivostok. Später unters Meer. Übernachten. Und am Ende auf der Insel Ruski wieder an die Oberfläche kommen. Die letzten Sonnenstrahlen für heute.
Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Maulwurf. Zumindest der erste Zugang ist heute nicht so schwierig wie gestern. Das ist für die Wachleute am Tunneleingang. Da vorne ist seine lange Grube. Wenn der Feind also den Hügel da erstürmen wollte, wurde er sofort von hier abgeschossen. Sobald also Feinde auftauchten, hieß es Feuer. Hier sind nochmal drei Kanonen und ein Maschinengewehr. Es geht weiter, Richtung Ozean. Also wir sind jetzt erst ein paar Meter hier in diese Festung reingegangen und es ist echt schon ziemlich kalt. Zum Beweis, Eisblöcke am Boden und das im April. Also ich habe mich jetzt hier fast eben auf die Schnauze gelegt. Das ist schon sausteil, unfassbar rutschig und hat eben null Grip, ne? Inzwischen sind wir einige Stunden im Labyrinth unterwegs. Dann stößt unser Digger auf Hindernisse. Mist, der Weg ist blockiert. Hier kommen wir nicht weiter. Obwohl Alexei hier schon seit 17 Jahren unterwegs ist, verlaufen wir uns mehrmals. 60 Kilometer lang ist das längste militärische Tunnelsystem der Welt. Und fast jeder Gang sieht gleich aus. Dann sind wir wieder richtig. Hier haben die Soldaten gewohnt und geschlafen. In dieser Passage haben sie sich gesammelt und in Stellung gebracht. In Kampfposition. Und die Soldaten blieben oft wochenlang hier unten. Was ist das? Das sind Toiletten. Zwei, drei, vier. Ich habe schon in Hotels geschlafen, wo die Toiletten nicht groß anders aussehen. Jetzt gehen wir noch viel tiefer. Die Luft ist hier schon total feucht. 60 Meter tief. Ab hier befinden wir uns tatsächlich unterm Ozean. Wie ist deine Laune? Naja, es ist ein Abenteuer. Also das eben war ja irgendwie noch so organisiert. Hier wird's jetzt einfach wild. Wenn wir nachts Durst haben? Wir entdecken eine Art Brunnen. Aber das ist ja keine natürliche Quelle, oder? Nein, das ist ein Speicher für die Soldaten. Solche Wasserspeicher sind hier überall. Das ist ja schon mal beruhigend. Nach 8 Stunden Fußmarsch haben wir für heute genug und entscheiden uns hier zu übernachten. Hier ist laut Alexei das beste Nachtquartier. Ich finde es so mittelmäßig gemütlich. Über dem Schlafplatz, der Ozean. Übernachten unterhalb der Meerenge vor der Insel Ruski. Und auf der Insel wollen wir morgen wieder rauskommen. Abendessen. So, ab ins Bett. Schuhe aus. Es ist ja nicht gerade warm hier. Ich sag mal gute Nacht. Am nächsten Morgen sind andere schon vor uns wach. Hey, der erste Sonnenstrahl. Aufstehen, Schule gehen. Naja, zur Schule geht's heute nicht. Inzwischen sind wir seit 15 Stunden unter der Erde und unter dem Meer unterwegs. Nach weiteren 4 Stunden stoßen wir dann endlich auf eine Treppe, die nach oben führt. Ist das stabil? Ja. Dann glaube ich das mal. Wo führen uns diese Stufen hin? Tatsächlich zum Ausgang? »20 Stunden in kalter Finsternis unterhalb des Pazifiks. In Tunneln, die seit Jahrzehnten niemand betreten hat. Die Sonne. Schön warm. Wir sind auf der Insel Ruski herausgekommen. Ein wichtiger Militärstützpunkt, um Wladiwostok zu verteidigen. Also erstmal bin ich natürlich froh, dass er mich da wieder ans Tageslicht gebracht hat. Zweitens ist es natürlich echt angenehm warm hier, vor allem im Gegensatz zu da unten.
Und drittens, diese Sicht. Erleichterung. Aber irgendwie können wir den Reiz trotzdem nachvollziehen. Das war wirklich ein echtes Abenteuer.